Penthouse. Yeah, jetzt kommt das letzte Level. Dann ist das Spiel schon durch. Ja, genau. So scheiße lang ist das Spiel. Auf ist das Level. Ja? Hallo? Ethan, du bist okay. Ja, glaub schon. Was gibt's? Ich weiß nicht, der ganze Komplex wird evakuiert. Keine Spur von Sawyer, oder? Oh nein! Ich muss abhauen! Ethan! Ethan! Ja, da sind wir wieder. Die Story ist irgendwie voll stumpf. Schlägt den Typ nieder. Könnte sich das Erbe nehmen, aber nimmt meinen Freund mit. Lass mich einfach aufwachen und ihn jetzt verfolgen. Warum? Weshalb? Warum? Das weiß niemand. Warum die Granate pumpen? So, und jetzt haben wir 2 Minuten Zeit. Jetzt geht's zum Verpissen. Und sonst passiert hier rein gar nichts. Wir sind zwar überall Armdinger und so weiter zu hören, aber warum auch immer. Denn der Typ ist ja nur mit unseren Freunden verloren. Umgehen tut dir nichts. Mysteriös. Mysteriös. Komm. Stürze hier kommt wieder an die Stadt. Das ist ein Bestes. Aufladen. Muss hier rüber. Na, eine Runde hier runterhangeln. Hui. 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 Ganzen Tag. Hui. Hui. Supersprung. Sehr gut. Das sollte so nicht sein. Ja. Turbo Sliding hier runter. Ja genau, ich baue meine Apartments auch immer so. Völlig normal. Mann, Gott, ich dachte, ich wäre schon zu schnell. Hey. Sehr gut. Tick-tack, tick-tack. 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 Oh ja, das war sehr wichtig für die Story. Ohne das hätte sie nicht weitergehen können. So, jetzt kommt so ziemlich der beschissenste Teil noch am Ende des Spiels. Ich hasse, dass er hier packt. Komm mal noch runter. Komm mal runter. Nein. Alles gut. Alles gut. Nein! Doch. Oh, komm mal mit dir zu. Komm mal. Ethan, Ihre Hartnäckigkeit ist echt erstaunlich. Ich würde Ihnen fast einen Job anbieten. Kann ich später drauf zurückkommen? Komm, Oscar, gehen wir. Leider kann ich Ihnen das Board nicht überlassen, Mr. Palmer. Es ist alles eine Frage des Profits. Wie bisher. Und ein Freund kann gehen. Ja. Mann, das war richtig knapp. Ich weiß, er hat mir fast einen Job angeboten. Das war das Penthouse. Und das war die Story. Ja, genau, das war die Story. Ein super, mega langes Spiel. Oh Gott, ey. Mega lang. Für den Arsch, mega lang. Haus muss gespeichert werden. Sind es gespeichert? Gespeichert? Na. Also die Story ist ja 0815, nur das Spiel an sich macht wirklich Spaß, also man spielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt, wenn man zuguckt, aber wie gesagt, das Spiel an sich macht das Spiel Spaß. Aber bei Tony Hawk war es eigentlich genauso. Und man hat sich gelegentlich aufgeregt. Und Story gab es bei Tony Hawk ja auch nicht, ne? Wenn man zurückdenkt. Außer bei Tony Hawk's Underground vielleicht, Underground 2. Da haben sie Story reingepackt, aber die vorigen waren auch ohne Story. Naja, insgesamt ein... Tagesspiel
Also für den damaligen Preis, glaube ich, würde ich es mir nicht kaufen. Aber für heute, 3 Euro oder wie viel das Spiel kostet, kann man nichts verkehrt machen. Wenn man ein bisschen Spaß haben will, auf der alten PlayStation 2. Ja, die geile Mucke. Naja, auf jeden Fall sind in diesem Spiel auch nicht sehr viele Entwickler beteiligt. Also ich glaube nicht, waren das nur... Ja, das sind alles, die hier beteiligt sind. Das sind 20 Leute oder so. Oh Gott. Also für ein 20-Leute-Spiel geht das eigentlich. Wie gesagt, eigentlich ist das hier nur noch 15 ist, die Grafik auch nicht so Bombe und... Naja, denke ich, wird sich das Spiel auf jeden Fall bessern, also dafür können die hier nichts. French Talents, English Talents, na wo sind die Deutschen, ey? Verdienen Schläge. Ah, da sind sie, German. Oh, da, die können nichts. Oh Gott, das sind auch typische deutsche Namen, ey. Michael, Sascha, Oliver, Gisa, Silvia, Olaf. Typisch deutsche Name. Oder fast typisch. Ja, der von so deutsch. Ja. Na, Motion Capturing haben die auch schon für das Spiel benutzt. Ole, ole, ole. Naja, ich weiß noch nicht, auf welches Spiel ich mir als nächstes stütze, doch weiß ich schon. Das nächste Spiel wird aber kein wirkliches Let's Play, das wird der Let's Gameplay sein, falls es was gibt. Auf jeden Fall, ihr werdet es sehen, was ich mir auf was ich mich als nächstes stürze. Liebe es, wenn ich mich überschlage, wie man hörte. Ja, die kann man auch schön X drücken, um das schnell abspielen zu lassen. Miau, miau, miau. Wo landet man natürlich, wenn man die Credits gesehen hat? Wo landet man? Wenn sie mal fertig sind? Oh Gott. Wo das nur 20 dran rumprobiert haben, sind trotzdem ganz schön viel drin gewesen, ey. Oh ne. Man, Hauptmenü, richtig. Immer im Hauptmenü, immer im Hauptmenü. Gut, Leute, lebt wohl. Das war Airblade. Tolles Spiel vom Bornster. Bis demnächst.